Aber nein, wir machen erst die Werkstatt hochleveln. Dass die Werkstatt davon alles hat, was wir können. Und dann sehen wir weiter. Ein Spiegel noch. Und noch? Noch ein Spiegel. War keiner, der irgendwas im Motor kaputt hat. Ah, rausgeklickt. Entschuldigung. So. 1500, wisst ihr was? Dann machen wir es. Wir gucken mal kurz, was der Tank sagt. Wir haben noch über 50%, das ist super. Das heißt, wir gucken jetzt, dass wir den Workshop upgraden. Wir haben jetzt zwei Räume. Wir haben jetzt zwei Workshops. Geht's noch höher? Nein. Das heißt aber, wir brauchen jetzt Autoteile, die Kühlmittel. Kriege ich 10 Stück schon mal? Ja. Ja, da müssen wir doch mal glatt gucken. Wir haben jetzt zwei Hebebühnen. Und Engine Oil können wir doppelt so viele machen. Das können wir doppelt so viele. Das ist ja sowieso schon doppelt. Das ist das Fluid. Reifen. Wir können jetzt doppelt so viele Reifen machen. 9 Stück waren in einer Etage, ne? Genau, 9, 18, 27, 54 also. Das ist natürlich geil, wenn du wirklich so viel schon lagern kannst, Batterien. Uha, und du kannst in der Mitte beide gleichzeitig hochfahren. Praktisch, praktisch, praktisch. Also da müssen wir jetzt gucken. Und wir müssen das Ding anmalen. Nee. Wir hatten dieses rote, ne? Das hatten wir. Der Vorteil ist ja, wir haben dann immer gleich zwei Fahrzeuge in der Werkstatt. Das ist natürlich praktisch. Wir brauchen jemanden, der die Kasse bedient, ne? Sehe ich das gerade richtig? Angestellten bezahlen. Kasse bitte. Ach, die haben hier eine Mitte. Zack. Hoch. Hoch. Wir streichen jetzt zwischendurch, während dann keiner da ist. Achso, wir müssen ins Lagerhaus. Wir haben jetzt hinten das Kühlmittel. Das sollten wir vielleicht schon mal holen. Und hier macht jemand Pause, der vorher tanken war. That'll do. Angestellte. Und weiter geht's. Noch ein Reifen vorne. Das ist natürlich jetzt ein interessantes Unterfangen, wenn wir jetzt wirklich so viele Teile lagern könnten. Dann ist die Werkstatt natürlich jetzt auch wirklich mal ausgebucht, dass wir zu tun haben. Beziehungsweise man den Mitarbeiter da einsetzen könnte. Und das bedeutet, wir bräuchten eigentlich mehr Mitarbeiter. Öl. Ein Spiegel. Da drüben. So, Spiegel rein. Gut. Was hupt denn hier? Das behindert meinen Mitarbeiter die Kunden, das gibt's doch gar nicht.
Ach, die haben gerade nichts zu tun, ich verstehe schon. Er hat wieder alles geputzt gekriegt, okay. Respekt. Noch ein Reifen. Läuft. Ein Stift. Ach, hier sind keine Stifte. Hier habe ich jetzt nur hier drüben. Reicht es ja auch okay, wenn die da drüben sind. Hauptsache ich sehe, ich habe noch genügend. Wunderbar. Brauchen wir jetzt gerade noch was? Wir haben erstmal noch genug. Wir können es auch so machen, wir bestellen immer erst dann, wenn wir es nicht mehr da haben, weil dann sind die ja eh schon auf der Hebebühne. Und das wird dann erst bestellen. Auch wenn es praktisch ist, wenn wir es vorher schon da haben. So. Ach du Scheiße. Das wusste ich nicht. Moment. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Na komm. Ach, dieses Ding denkt sich bescheiden. Der ja, hupt mich nicht an, ich hab Vorfahrt. Hallo, ich hab Vorfahrt. Really? Was macht ihr Jungs denn hier? Ich muss doch nur mal Sand wegholen hier. Jetzt hupt er mich noch an, ich bulle ihn frei und dann hupt er mich auch noch an. Aber kann man eigentlich vielleicht, wenn ich schon hier stehe, ja, ist jetzt wahrscheinlich zu weit weg, aber wir hätten es gar nicht jetzt probieren müssen, weil wir dann jetzt eh nicht bis drin schaffen. Ja, wie zu erwarten war. Dann können wir den Benzinkanister wieder vollladen. Um sicher zu sein. Guck mal, Corinna, hast du gesehen, auf dem Benzinkanister steht 20 Liter. Da wissen wir sogar, wie viel reinpasst. Richtig Insider. So, wie sieht's denn hier aus? Okay. Really. Ich habe schon wieder keinen, der putzt. Ach, Leute. Einmal mit Profis auch rein, ne? Aufgaben setzen. Und 1800. Okay, also unsere nächste Instanz wäre jetzt wirklich die Waschstraße hochzuleveln. Ich weiß noch nicht, ob das schon ab 8000 geht oder ob wir noch eine Stufe Level 5 brauchen dafür. Was ich aber heftig fände. So. Dann holen wir uns mal wieder Geld. Up. Oh.
Nochmal. Mit Batterie. Okay, wird langsam eng. Beim Vorher sind die auch lang gefahren, da brauchten die auch keine Batterien. Jetzt auf einmal brauchen sie mal Batterien. Okay, was noch? Ein Stift. Gut. Was bei dir? Reifen. Wir haben den hochgehoben, der steht aber immer noch unten. Interessant. Ein kleiner Bug, würde ich sagen. Aber mit Bugs kennen wir uns ja in Spielen aus, ne? Es bleibt sogar das Rad direkt vor mir liegen, auch sehr schön. So, noch ein Reifen. Ja, wir machen das mal so, wir bestellen das immer erst dann, wenn es alle wird, und dann bestellen wir gleich ein bisschen mehr. Das ist vielleicht nicht so verkehrt. Oder wir bestellen dann halt nur das. In Hülle und Fülle. Was dann alle geht. So. Es fehlt dir noch ein Spiegel. Ein Spiegel. Danke, gleichfalls. Wunderbar. Wie sieht es denn vom Benzin aus? Wie viel? 300 Liter, ne? Kraftstoffausgaben 20.000, Verdienstesgeld 30.000. Wir haben also wirklich 10.000 mehr rausgeholt bis jetzt. Wie gesagt, wäre mehr gewesen. Okay. Okay, also ich sehe Snacks. Snacks müssen wir bestellen, Getränke kippen. Snacks, Getränke kippen auf alle Fälle. Snacks. Getränke. Und dann das Schlimme, was hier keiner haben möchte. Okay, und Autopflege würde ich mal noch draufsetzen. Und dann gucken wir, was der Preis sagt. Wir haben gerade 900. Um jetzt alles nochmal um einen Hacken erhöhen. Haben wir auf alle Fälle so viel da, dass wir sagen können. Na komm. Okay. Und wir gehen wieder in die Werkstatt rüber. Dann fahren wir hoch, mein Lieber. Ich sehe Reif. Und noch ein Reifen. Wir hatten gerade schon 3000 auf dem Konto, oder? Also es scheint ja jetzt gut zu laufen, würde ich sagen, ne? Das? Ach, das Kühlmittel. Das ist Kühlmittel. Haben wir noch gar nicht aufgefüllt, fällt mir gerade ein. Das haben wir noch gar nicht aufgefüllt. So, du kannst schon mal mit hoch. Öl. Weil die restliche Öl in der Packung schmeißen wir immer weg. Das finde ich so dumm. Das müsste man doch noch verwerten können. Auch die Stifte hier. Spiegel.
Was noch? Noch ein Spiel? So. Schönen Tag. Wir laden mal kurz hinten aus. Mensch, wie viel haben wir denn gekauft? Gut. Kasse muss gleich nachversetzt werden. Okay, dann gucken wir mal rein. Der ist voll. Okay. Kippen. Kippen. Eis hat nur. Eis haben wir gar nichts mehr. Muss man gucken. Okay, Spielzeug haben wir nicht mehr. Alkohol hat man noch ein bisschen was da. Snacks rein. Güter hatten wir nicht. Getränke hatten wir noch nachbestellt. Läuft. Mitarbeiter wird alle bezahlen. Und Kasse. Danke. Und wir gehen zur Werkstatt. Und jetzt der nächste. Räumt der hier drüben den Müll nicht weg? Hier drüben hat er schon mal weggeräumt, aber hier nicht. Das wäre nicht so geil. Das wäre nicht so geil, wenn du hier kein Müll wegräumst. Wir haben gerade keinen am Tanken. Moment. Ich muss kurz jemanden zum Tanken schicken. Dafür. Spiegel. Gut. Und weiter geht die Wille fort. Können sie ja mal so machen, wirklich, wenn es alles geht, kaufen wir einmal alles. Also das, was wir brauchen, dann halt in kompletter Ladung. Also das gesamte Geld, was wir haben, erstmal wegzahlen. Wurde jetzt hier aufgeräumt? Nicht wirklich, ne? Schon wieder noch was aus. Aber eigentlich können wir schon gucken nach Reifen. Reifen sind im Angebot. Lass uns 20 Reifen holen. Wobei eigentlich würde ich gleich hier 30 kommen. 40? Na komm, 40. Kratzer sind auch im Angebot. Die machen wir mit dem Rest voll. So, perfekt. Diese Linie könnte mal weggehen. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Kratzer an der Tür.
Erstmal wieder die ganzen Kratzer wegmachen. Einreifen. Aber diesmal hat er das Fahrzeug auch richtig hochgefahren. Du warst vorhin nur eine Bug bei dem Fahrzeug scheinbar. Eine Batterie. Ja, jetzt sammelt er hier auch den Müll ein, wunderbar. Dann kannst du schon mal hochgehen. Öl. Und Zündkerzen. Zündkerzen. Den raus. Einmal raus. Einmal wieder rein. So, dann ist der fertig und ich gehe kurz das Lager füllen. Mit Reifen und den Stiften, haben wir gesagt, ne? That'll do. Workshop angemalt ist immer noch nicht. Müssen wir auch noch gucken. Ganz entspannt. Okay, Reifen voll machen. Machen wir hier 20. Und hier 20. Oh, die Sticks mache ich alle hier drüben. Okay. Da brauchen wir gleich mal einen. Und auch Reifen brauchen wir. Theoretisch könnte ich jetzt meinem Mitarbeiter sagen, der kann auch hier alleine die Werkstatt machen. Meinen vierten. Aber es wäre halt dann wahrscheinlich ein bisschen eng. So. Zündkerzen wieder. Unsere Werkstatt, die bringt ja wirklich schon mit das meiste Geld, was wir rausholen. Ja, kann schon mal Reifen holen. Vielleicht kriegen wir damit relativ schnell die 5000 jetzt voll, die wir hier brauchen. Mal schauen. Okay. Es ist halt schwierig, dieses Gleichgewicht zu behalten mit was kaufe ich und wofür vor allem? Also mache ich lieber einen Shop, kümmere ich mich lieber um die Werkstatt. Weil wir hatten es ja damals probiert, ohne den Shop auszukommen, aber das macht halt die Laufkundschaft aus. Ist zwar nicht viel Geld, was du damit holst, aber man Spiegel. So. Kraftstoff ist niedrig. Okay. Kraftstoff. Warum steigt denn der Spritpreis immer wieder? Das ist der Wahnsinn. 2,1 jetzt. Ja, 2,1 natürlich wieder eine Hausnummer.
Auto kann nicht getankt werden, weil wir kein Geld. Batterie. Ach, deswegen geht er sich ausruhen, weil er seine Aufgabe jetzt nicht machen kann. Ja. Ich verstehe die Sansin, wie du das meinst, aber das ist so. Das ist ja damit nicht gemeint. Das ist ja wirklich jetzt hier. Lieferung, Kraftstoff. Ach, voll. Na gut, müssen wir warten, bis Benzin da ist. Reifen. Aber wenn man halt immer das Regal mit einem auffüllt, Reifen und sowas, auch nicht verkehrt. Weiß ich doch. Weiß ich vorhin noch. Spiegel noch. So, da läuft das Geld wieder rein. Sehr schön. Bevor jetzt unser Benzin kommt, ihr Lieben, ich mache mal eine ganz kurze Pause.